Nicht Film. Bist du Fußballfan? Auf keinen Fall, bist du wahnsinnig. Nicht FC St. Pauli oder so? Nee, das finde ich scheiße. Ist dir wurscht? Ja. Warum? Weil Fußball Ebbebe ist. Okay. Ich bin noch mit der Generation aufgewachsen, ohne Fußball. Da bist du bei Michi genau an der richtigen Adresse. Ja. Meine Haltung zu Sport ist... Fußball im Speziellen, aber Sport im Allgemeinen. Fußball im Speziellen, nee, Sport im Allgemeinen, wenn es Spaß macht, finde ich gut und schön. Churchill hat, glaube ich, gesagt, no sports. Ich vertrete die Meinung, Sport dann, wenn es Spaß macht. Ne? Und so mit Fußball gucken im Fernsehen? Gibt mir nichts. Aber wenigstens gibt es Formel 1 auch. Ich bin ja mehr so für Bühnensport. Okay. Oh, super. Die anderen sagen ja nichts. Rampensau. Rampensau springen. Ja. Stage diven und sowas. Für sowas bin ich zu haben. Sportarten wie diese. Also Modesportarten. Ja. Okay. Das ist unwichtig, weil gestern hat der heilige FC Bayern die Inselaffen von Manchester United mit 2:1 nach Hause geschickt. Und das Allercoolste, ihren Star-Stürmer haben sie am Sprunggelenk erwischt. Das heißt, der wird im Rückspiel auch nicht spielen. Da kommt ganz Tor. Aber Schalke ist doch Platz 2 in der Tabelle, oder? Nein, Platz 1 leider. Ja, schau, dann können sie ja die beschissenste Mannschaft der Welt sein. Naja, ich meine, sie sind natürlich nur beschissen, weil sie defensiv spielen. Ja, aber es geht darum zu gewinnen. Nein, es geht auch darum, wie man gewinnt. Und Schalke hat genau dieselbe Strategie, die die Italiener haben. Schönen guten Abend, zwei große Bier bitte. Zwei große? Ja. Okay. Ja. Dankeschön. Wer hat denn gewonnen? Barcelona, oder? 2-2. 2-2! Krass. Schalke ist auf Platz 1, weil sie eine Strategie haben, die alle italienischen Mannschaften zu den beschissensten Mannschaften auf diesem Erdball macht. Sie spielen defensiv und versuchen, über Standardsituationen Tore zu schießen. Sie spielen destruktiv und nicht konstruktiv. Barcelona steht für konstruktiven Fußball. Italienische Mannschaften stehen für Mauern und destruktiven Fußball. Und deswegen sind die Italiener, die natürlich auch immer hinfallen und denen alles wehtut, für den wahren Fußballfan. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass Schumi am Ende der Saison ordentlich rocken wird. Ich tippe mal auf Platz 4. Gesamtwert. Dass der Michi sich immer gerne in den Mittelpunkt stellt, wisst ihr ja. Es geht aber schon so weit, dass er allein den Kicker spielt. Was ist schon, ich muss üben, zockeln. Schieß mal ein Tor hier. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Mit roher Gewalt. Und sinnloser Kraft. Bist du Fußballfan? Nein, ich bin kein Fußballfan. Warum nicht? Es ist mir zu anstrengend, dazu zu schauen. Obwohl zwei Stunden Bach. Fußball ist Sandkastenfaschismus. Dennoch. Meiner Meinung nach eine bremsende Wirkung gegenüber der Revolution. Ungefähr so wie dieser Gipsfuß.